Urban Life International Style, diese Periode nach 1918. Ja, das kennen wir inzwischen. Warum wird es ein Merkzeichen der Moderne? Warum? Weil es ein Bau ist, der mit der Symmetrie spielt. Weil es ein Bau ist, um den man drum herum gehen kann, wie um eine Skulptur. Diese beiden Merkmale hat Philip Johnson dann zusammengefasst in seiner Ausstellung The International Style ab 1932. Und zu so etwas gemacht wie dem Kanon der Moderne. Warum hat dieses Gebäude eine derartige Permanenz? Es wurde aufgegeben, es wurde zerstört, es wurde immer wieder besucht und genutzt. Weil es für Menschen einer bestimmten Kultur ein Zeichen war für ihre internationale Gesinnung und für die moderne Orientierung ihres Lebens. Deshalb funktioniert es noch heute und es kann nur funktionieren als eine Experimentalschule. Als ein reines Museum ist es tot. Weiter. Sie kennen auch diese Objekte, die heute als Kultobjekte in den Wohnzimmern sich finden. Diese Lampe von Wagenfeld, dieser Stuhl von Marcel Breuer, der hier diese Keilriemen hat, die er von Maschinen übernimmt als Halterung für die Arme. Weiter. Die erste Vorhangfassade aus Glas. Und diese Fassade, Glasfassade, wird praktisch das Zeichen der modernen Architektur bis zum heutigen Tag. Es wird bis zum heutigen Tag dran rumlaboriert, wie man die Glasfassade ökologisch macht. Wie man sie möglicherweise zu einer Wärmemaschine macht. Ich habe daran meine Zweifel. Meine Mutter hat mir erzählt, wie es als junge Frau war hinter dieser Fassade in den 30er Jahren, als sie bei Junkers gearbeitet hat und da ausgebildet worden ist zur technischen Zeichnerin. Da war das Bauhaus ja schon tot als Institution. Weiter, es war nämlich unerträglich im Sommer und Winter. Ein Gebäude, was eben so stilbildend wirkt oder einen Stil zeigt, ist das von Hannes Meyer, die Petersschule in Basel. Hannes Meyer war der zweite Direktor am Bauhaus nach Walter Gropius, die Petersschule von 1926. Da sind ganz eindeutig die Elemente der Maschinerien drin, die die russischen Architekten so begeistert haben. Weiter. Und dann natürlich, wie wir es alle kennen, den Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe, der die Raumbegrenzungen aufhebt, aber damals sich noch keine Gedanken macht, ob man darin denn wohnen kann überhaupt. Denn das ist ja kein Thema, man muss in so einem Gebäude ja nicht wohnen. Aber all das werden Argumente, um diese Gebäude abzuwerten, auch später. Weiter. Diese drei Architekten haben noch etwas gemeinsam. Ich sollte mal sehen, sie definieren drei Typen von architektonischer Praxis. Gropius, die Kooperation von Kunst und Technik. Hannes Meyer, die sozial betonte Entwurfshaltung. Das heißt, der Architekt auch als Entwicklungshelfer. Walter Gropius, Mies van der Rohe, eine an der Konstruktion orientierte Ästhetik. Diese drei sind grundlegende ästhetische Typen, die dieses 20. Jahrhundert beherrschen. Und sie sind Typen einer sozialen Praxis. Wichtig ist, überragend, absolut überragend des Jahrhundertes Le Corbusier. Nicht nur, weil er eine moderne Architektur auf Grundlage des Stahlbetonbaus revolutioniert, sondern weil er an allen großen Wettbewerben des Jahrhunderts teilnimmt. Corbusier ist bei allen großen Weltausstellungen, Corbusier ist bei allen großen Wettbewerben, ob das der Sowjetpalast ist, das UNO-Gebäude, in allen Varianten beteiligt. Deshalb ist er der prägendste Architekt geworden. Mit seiner Villa Savoye, die wir auch im letzten Semester behandelt haben, weiter. Naja, und das haben wir eigentlich nicht gehabt, weil es so sperrig ist, weil es sich für Architektur nicht so eignet. Seine Stadtvision von 1922. Die Stadt der Gegenwart für 3 Millionen Einwohner, nannte er das damals. Hochhäuser in der Mitte ein Bahnhof, wo Flugzeuge landen können auf dem Dach. Heute landet natürlich kein Flugzeug in der Mitte. Wohnhotels mit Servicebetrieben. Denkt man sich, na, was hat denn so ein Mann, der eigentlich den bürgerlichen Luxus verkörpert, dann nachher mit Russland zu tun? Da wird es dann uminterpretiert zum Servicehaus, zum Kommunehaus. Weiter. Und ein Plan, der
irgendwie auch typisch ist für das Verhältnis der Moderne zur damaligen Technologie, ist der Plan Voisin für das Zentrum von Paris. Alles soll abgerissen werden, hier ist Notre-Dame. Und warum heißt der Plan Voisin? Weil ihn der Autoindustrie verkaufen will. Das ist ein Voisin, das ist ein Luxusfahrzeug in Frankreich. Und es hat auch was zu tun mit dem anderen Vortrag, den der eine gemacht hat über die Weltausstellung, wo ist der? Über den Dali bei der Weltausstellung. Ja, da wurde ja die Zukunft als Autostadt gezeigt. Da hat sich das völlig durchgesetzt mit dem Ford-Pavillon. So, Corbusier also formuliert die Vorstellung, dass die Stadt, weiter, ein neues Gebilde ist. Das ist der Inhalt seiner Vision, seiner Utopie. Die Großstadt ist etwas Neues, das heute selbstverständlich erscheint. Jetzt aber gibt es Megastädte, die haben 10 Millionen Einwohner. Damals war es schon gewaltig, dass eine Stadt 3 Millionen Einwohner hatte. Die meisten Großstädte hießen Großstädte, weil sie 100.000 Einwohner hatten. Das war etwas Neues in der Qualität. In vielen, der diese Bilder international propagiert, entsteht damals in Deutschland, 1928, der Film von Fritz Lang, Metropolis. Da gibt es das, der erste Film, der diese Zukunft in Modellsimulationen zeigt. Automobile auf Hochstraßen, ein Hochhausturm, in dem die Luxusgesellschaft sich amüsiert. Aber auch, weiter, eine Herausforderung, die soziale Konfrontation, die in diesen Städten groß und bestimmend werden wird und die den Stil der 30er Jahre bestimmen wird. Nämlich die latente Aufstandsbereitschaft großer Teile der Arbeiterbevölkerung in den großen Städten. Ja, eine Frage, gibt es das überhaupt noch? Ist diese Spannung in der Welt noch da oder nicht? Jedenfalls ist dieser Film erst wieder 1958 entdeckt worden, in Paris. Und ist erst wieder seit 1958 bekannt und in restaurierten Fassungen eigentlich erst seit 10 Jahren.